Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Es ist wichtig, im geistlichen Leben Gott auch seine Verwundungen hinzuhalten. Denn jeder von uns hat seine Wunden vom Leben geschlagen bekommen, hat seine Probleme, seine Schlagseiten und Dunkelheiten, die Leiden verursachen und Schmerz bedeuten. Immer. Es war eine große Aufgabe der Mystik, dieses Thema des Leidens in den Vordergrund zu rücken, es nicht zu verklären, sondern realistisch anzuschauen und damit auch immer wieder auf die Heilige Schrift zu verweisen, die sich nicht scheute, das Thema des Leids auch anzusprechen. Gott heilt, die gebrochenen Herzen sind. Er verbindet ihre Wunden. So sagt es ein Psalmwort. Wenn wir ihm unsere Wunden aber nicht hinhalten, kann er auch nicht heilen und verbinden. Wir dürfen uns vor Gott hinstellen, so wie wir sind, mit unseren guten und mit unseren schwierigen Seiten, mit dem, was uns Kraft und Freude gibt, aber auch mit dem, was uns verwundet und leiden lässt. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, du kennst uns und nimmst uns an, so wie wir sind, mit allen unseren Seiten. Schenke uns Leben und Heilung, Kraft und Freude und immer wieder die Möglichkeit, dir zu vertrauen, uns mit allem, was wir sind, dir hinzuhalten, damit du uns annimmst und hineinwandelst in deine Liebe. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.